Heute zeige ich euch mal so ein kleines bisschen, was denn ich alles auf die Rennstrecke mitnehme. Trifft sich sehr gut, denn heute ist Mittwoch und am Sonntagabend fahre ich nach Rijeka. Spontan-Event mit Rike Motorrad, Motorrad Rike und der 50 Akademie, der F73 Akademie. Und so noch ein paar Videos machen mit der R1, fahre ich noch ein bisschen. Und ich habe jetzt mal wieder alles rausgesucht. Hier mein neuer Sprinter, der noch nicht beklebt ist. Keine Sorge, der bleibt nicht gelb. Und jetzt habe ich mal alles so vorgeholt und geschaut, was brauche ich, was brauche ich nicht, was kann ich wieder wegschmeißen, was war sinnlos. Und da ihr mich schon oft gefragt habt, was man so auf die Rennstrecke alles mitnehmen soll, beziehungsweise was ich mitnehme, habe ich mal gedacht, okay, dann wenn ich das schon alles hier rausgeholt habe, dann schauen wir uns das gemeinsam an, was ich hier alles dabei habe. Ich verlinke unten alles in der Beschreibung, soweit ich da was finde, soweit es das gibt. Es ist so, ich habe ein bisschen durchgemixt. Ich habe bei manchen Sachen sehr hochwertige Sachen, habe bei anderen Sachen aber auch günstige Sachen, da wo sich dann auch herausgestellt hat, die funktionieren. Und ich habe durchaus so ein bisschen so einen Dauertest bei mir im Betrieb mit 25.000 Rennstreckenkilometer. Also kann ich dann schon ganz gut beurteilen, ob das gut ist oder nicht gut ist. Und wenn es nicht gut wäre, würde ich es nicht empfehlen. So, schauen wir mal durch. Ich nehme jetzt mal hier die zweite Kamera. Dann können wir uns das besser anschauen. Moped, eines der wichtigsten Dinge. Moped frisch serviciert, Moped gewaschen, Moped sauber beieinander, alles tippitoppi vom Feinsten. Reifen, die jetzt hier noch drauf sind, sind passabel, okay. Der Hinterradständer ist jetzt speziell für die R1 gedacht, für das Aufnahmesystem von dem Schnellwechselsystem von Yad. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was ich euch empfehlen kann schon, aber es bringt euch ja nichts. Ich habe hier einen Teppich. Der Teppich hat bei mir nicht den Grund, dass ich irgendwie Werbung machen will oder dass es besser aussieht, sondern mir geht es hier hauptsächlich darum, dass ich, wenn ich halt hier irgendwas schraube oder so und ich lasse was fallen, also sehen, dann finde ich das halt hier auf dem Teppich viel besser in der Box, ne? Weil die Boxenböden sind teilweise ziemlich verkratzt und dreckig und kaputt. Da fällt gerne mal was in den Spalt rein und so. Und deswegen habe ich hier eigentlich den Teppich, damit es auch ein bisschen ordentlich ist im Endeffekt. So. Dann habe ich hier den Vorderachsständer. Ich habe bewusst einen, der quasi das ganze Rad, die ganze Achse hochhebt. Aus dem Grund, weil ich halt mittlerweile doch schon relativ viel auch einmal am Fahrwerk schraube auf der Rennstrecke. Und der ist hier von Konstanz. Das ist so eine günstige Marke eigentlich. Ich muss aber sagen, der funktioniert top. Also den kann ich echt empfehlen. Verlinke ich in der Beschreibung. Gibt es bei Amazon. Den habe ich jetzt wirklich im Dauereinsatz gehabt. 2 Jahre. Der funktioniert wirklich, wirklich gut. Dann Benzinkanister, habe ich natürlich auch immer 2-3 solcher 20 Liter Benzinkanister mit. Die haben hier eigentlich nur so einen Motocross-Anschluss, da gibt es auch Adapter, die sind aber nie hundertprozentig dicht. Deswegen empfehle ich grundsätzlich mit einer Kanne, hier in dem Fall habe ich eine 4-Liter-Kanne, mit der ich quasi meinen Sprit in das Moped eingebe, hat den Hintergrund, ich sehe erstens, was ich reinschütte. Und zweitens auch, wie viel ich reinschütte. Also ich will schon ein bisschen wissen, wie viel habe ich denn da drin? Habe ich da jetzt 3 Liter drin, 4 Liter, 5, 6? Also ich kann halt so ein bisschen zusammenzählen. Natürlich Motorradstiefel gehören zum normalen Repertoire. Da brauchen wir uns nicht viel unterhalten. Das sind die Daytonas. So, worauf ich so ein bisschen stehe, ist alles so ein bisschen in Kisten zu haben. Weil es ist irrsinnig anstrengend, wenn du viel aus- und einlädst, jedes Teil einzeln zu tragen, ist irrsinnig anstrengend. Deswegen habe ich immer so Kisten, wo quasi immer alles drin ist. Das heißt, jede Kiste hat seinen eigenen Nutzungszweck. Und ich habe auch gern so große Alukisten, da wo halt dann auch bewusst Rückenprotektor, der Helm, und meine Luftpumpe, jetzt könnt ihr lachen, das ist eine Fahrradluftpumpe. Da wäre ich oft ausgelacht auf der Rennstrecke, aber ich pumpe meine Luft des Reifens immer mit einer Fahrradluftpumpe auf, weil ich einfach nicht einsehe, dass ich hier einen Kompressor mitschleppe, weil mir das einfach zu viel Gewicht und zu viel Aufwand ist, weil eine Fahrradluftpumpe funktioniert immer. Die kostet 10 Euro, wiegt nichts und braucht auch keinen Platz. Deswegen habe ich immer eine Fahrradluftpumpe dabei, vor allem beim Vorderrad. Ich meine, das geht so schnell, das aufzupumpen, die 2-3 Zentiliter fehlen. Das ist nicht so tragisch. Hier habe ich noch Handschuhe mit drin, Ersatzhandschuhe, GoPro-Zeug, also für Kameraaufnahmen, für Videoaufnahmen, für euch in dem Fall. Ne? So, dann habe ich hier meine Putzkiste. Also hier ist halt alles drin, was man ein bisschen braucht. Platten, Visierreiniger, Kettenreiniger, Kettenspray, alles was man hier ein bisschen so braucht. Natürlich auch Zahnbürste, die verlinke ich euch nicht in der Beschreibung, die könnt ihr selber von zu Hause mitnehmen. Dann ist natürlich hier Heizdecken, die HSR-Reifenwärmer, dann ganz wichtig, viel genug Spanngurte.
immer 2, 3, 4 Spanngurte dabei haben und auch Expander. Ich habe die irgendwie überall, die Dinger. Expander ist für mich eines der wichtigsten Dinge, wenn ich unterwegs bin, irgendwas transportiere, irgendwo hinfahre, auf der Rennstrecke bin. Expander ist für mich überlebensnotwendig. So, dann haben wir hier ein bisschen so ein Schrauberset. Na klar, Panzertape, ganz wichtig. Ersatzbremsbeläge. Dann habe ich hier die, das sind von BF Racing, diese Sattelträger, wenn man den Reifen ausbaut, habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt, verlinke ich gerne, die sind super, kosten nicht viel und haben wirklich tollen Zweck, damit die Sättel nicht in den Leitungen rumhängen. Ich meine, für 1-2 Sekunden ist das ja okay oder für ein paar Sekunden, aber nicht über längere Zeit, nicht über Nacht oder so will ich die nicht hängen lassen. Isolierband, wenn man mal in der Kabel flicken muss oder so, kleiner Trichter für Bremsflüssigkeitswechsel. Hier zum Bremsflüssigkeitswechseln bzw. Bremsen entlüften. Eine Ersatzfeder für mein Federbein hinten, da wechsle ich mittlerweile doch relativ oft hin und her. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. So, dann haben wir hier die Elektronikkiste. Natürlich viel genug Verlängerungskabel. Mit ganz wichtig hier dieser Campingadapter. Der rettet dir das Leben, wenn du auf der Rennstrecke bist, weil es auf manche Rennstrecken keine normalen Steckdosenanschlüsse nicht gibt, wie die, sondern eben nur die Campingadapter. Also viel genug Kabel. Auch mal ein Kabelersatz für die Heizdecke oder so, wenn mal eine abgerissen ist. Passiert gern, wenn man beim Warmlaufen lassen den Gang rein tut aus Versehen. Ist mir auch schon passiert. Mehrfachstecker, viel genug Verlängerungskabel und so weiter. So, dann gehen wir rüber. Was haben wir hier? Natürlich Standard. Hier die, tu mal raus, ich halte es extrem hier drin. Das ist eigentlich ein Standard-Wippständer, den habe ich vom Louis, glaube ich, oder eher auch vom Amazon. Ich verlinke es auf jeden Fall, ich weiß es nicht genau auswendig. Das war einer der günstigsten, ich glaube 80 Euro oder so, und der funktioniert wirklich super. Habe ich jetzt schon über einen längeren Zeitraum, nutze ich den, und das Moped ist extrem fest da drin, also es wackelt auch ohne Spanngurte nicht stark. Ich glaube, das wird nicht einmal umfallen ohne Spanngurte. Und was mir hier sehr gut gefällt, ist, der klemmt den Reifen nicht so, dass man nicht mehr rauskriegt. Also ich tue da zwar immer ein Fetzen drüber, damit er nicht komplett kleben bleibt, hier der Reifen. Aber der ist sehr gut und günstig. Wirklich toll. So, dann haben wir hier eine Rampe. Das ist eigentlich auch eine der günstigeren Varianten. Muss ich aber sagen, funktioniert sehr gut, die Rampe. Ist von, ich glaube, sie ist auch vom Louis, von Rotwald hier, ne? Rotwald. Die funktioniert auch sehr gut, nehme ich all the time, immer her. Hat noch nie Probleme gemacht. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich hier beim Ausklappen die Finger nicht einzwickt. Das kann schmerzhaft werden. Ist mir und meiner Frau schon passiert. Also mir schon mehrfach. Ich hoffe jetzt in Zukunft nicht mehr. So, dann gehen wir rüber zum Werkzeug. Hier noch kurz Campingklapptisch und Campingstuhl, einfach zum Hinsetzen. Ich habe immer den ganzen Werkzeugwagen einfach dabei. Hat auch einfach den Grund, da weiß ich, dass ich alles dabei habe. Was mich ein bisschen stört, ist natürlich, dass es viel schwerer ist als alles andere. Und es irrsinnig unangenehm ist, das ständig rein und raus zu heben. Aber ich weiß halt, ich habe immer alles griffbereit. Da ist alles drin. Da gibt es eigentlich nichts, was ich vergesse. Haben wir hier Handschuhe. Hier auch ein kleines Notizbuch für irgendwelche Reifendrücke, Reifentemperaturen, Eventtage, Wettertemperatur, Asphalttemperatur, schreibe ich hier alles rein tatsächlich. Eine Kopflampe, wenn man mal irgendwo was suchen muss. Was ich immer dabei habe, ist Magnesium mittlerweile. Mittlerweile hier das sehr hochwertige aus der Apotheke, um Krämpfe zu vermeiden, um einfach ein bisschen zu fitter zu sein. Das fange ich schon immer an, ein paar Tage vor der Rennstrecke zu nehmen. Dann natürlich Energy Drink, danke High Energy in dem Fall. Die sind wirklich gut. Bevor habe ich eigentlich immer Red Bull getrunken. Hat einfach den Hintergrund, klar, wenn du am Nachmittag einfach mal müde bist oder so, nach ein paar Turns schon, dann pusht es schon ein bisschen, muss ich sagen. Das kann man schon mal nehmen. Was ich auch immer dabei habe, ich nehme es zwar nicht wirklich, aber es ist so Ibuprofen. Wenn du mal irgendwie einfach einen schlechten Tag hast, Kopfschmerzen hast oder so, kann man schon mal eine nehmen. Ich würde es bei einer 400er belassen. Da ist man auf jeden Fall noch zurechnungsfähig und darf alles machen. Ne? Nur für den Notfall, wenn es einem wirklich mal schlecht geht oder so. Dann haben wir hier den, Laptimer von Renngrip. Den habe ich natürlich auch dabei. So, dann ganz einfacher, ganz simpler Ratschenkasten. Alle gängigen Größen, ein paar Kleinigkeiten wie Maßband, so der Lieblingsschlitzschraubenzieher, Phasenprüfer, so dieser Standard-Imbus für
für diese Verkleidungsteile und so, dass man halt immer da reinklagen kann und den hat man halt immer sofort in der Hand. Eddings, Maßband, Schieblehre, noch so kleine Lampenzeug, wo die Batterie leer ist, Taschenmesser und so weiter. So Kleinigkeiten auch wie mal eine Pinzette und so ein Zeug halt einfach. Irgendwas, was man halt immer irgendwie brauchen kann. Typischer Halbzoll Ratschensatz. Dann das Ganze auch in klein, also Viertelzoll. Mehrere Ratschen, dann verschiedene Torx-Sätze, Außentorx, Innentorx, so Ersatzbohrerzeug und ein paar so Fräsköpfe, wenn man mal irgendwas machen muss oder so. Das habe ich halt so immer dabei eigentlich. Da kann man auch immer mal was brauchen, wenn man was sucht. So, das ist nicht ganz vollständig hier. Das liegt daran, weil ich hier oben noch am Schrauben war. Also so Standard wie große Imbusse. Dann so, den brauche ich zwar bei der R1 nicht, aber bei anderen Motorrädern brauche ich halt nur Fokus. Wo ist er denn? Da ist er. So, diese für Vorderachse, ne? Braucht jeder. Jeder Motorradfahrer hat sowas. Schraubenzieher. Und sowas genieße ich aber trotzdem, wenn man hier einfach die großen Imbusse hier hat. Dann braucht man nicht immer diesen hier. So, dann noch ein paar Durchschläge, wenn man mal irgendwo alle Endhülse auf ein Kabel drauf machen muss oder so. Bohrer für den Ölfilter, so Gripzangen, Durchschläge, Bitsatz für den Akkuschrauber. Dann so ein bisschen nochmal, ach ja, ist ja schön, dass ich hier noch, weil ich fast, die sind fast neu. Nochmal Ersatz, Bremsbeläge, Ersatzschlüssel, Ratschenschlüssel, Temperaturmessgerät. Hier ist auch wichtig, ich tue halt gerne oft damit die Temperatur, die Außentemperatur. Was ist mit meinem scheiß Fokus los? Hallo! Also, die Außentemperatur messen von der Rennstrecke oder auch vom Reifen. Das, was ich mir dann im Endeffekt hier ins Notizbuch ein bisschen aufschreibe, das habe ich hier dann alles mit drin. Da ist wurscht, ob das jetzt 1-2 Grad plus minus anzeigt. Wichtig ist, dass du immer die Differenzen hast. Dann auch so ein bisschen so filigranes Werkzeug, wenn man mal irgendwie was schraubt, ne? So Uhrmacherwerkzeug. Wenn es filigraner wird. Messgerät, wenn man Fehler sucht, habe ich auch schon ein paar Mal gebraucht. Dann, naja, Senkköpfe habe ich auf der Rennstrecke noch nicht gebraucht. So, hier ein bisschen Grusch. Knieschleifer. Drehmomentschlüssel großer. So Drahtbürsten. Mal eine Feile oder sowas in der Richtung. Kann man auch hin und wieder mal brauchen. Eine große Ratsche, um mal was zu öffnen, die wo nicht gleich Drehmoment ist. Und so große Schraubenzieher oder irgendwie sowas, ne? So, dann kommen wir in die teure Schublade, die mag ich am meisten. Hier ist die Bremsflüssigkeit, warum auch immer. Heizluftföhn, wenn man mal irgendwas kleben muss oder so, oder auch mal was runternehmen muss. Akkuschrauber, habe ich eigentlich immer alles von DEWALT, habe ich seit Jahren, funktioniert super. Genauso auch wie den DEWALT Schlagschrauber. Druckluftschlagschrauber brauche ich in der Regel auf der Rennstrecke nicht. Dann normalen Hammer, Gummihammer und Helicoils. Wenn man mal ein Gewinde reparieren muss, Helicoil bietet sich da super, super an. So, gehen wir weiter. Hier ist der Paddock Wizard. Paddockständer, Paddock Wizard. Natürlich braucht man einen Lederkombi, wir brauchen unseren Helm und eines der wichtigsten Dinge ist der Luftdruckprüfer. Hier bitte nicht sparen, ich verlinke den gerne. Ich glaube, da muss ich den Link eh erneuern. Der ist sehr, sehr genau. Der ist hier von Long Acre. Der ist sehr, sehr gut. Wird auch im Automotorsport verwendet. Ist sehr hochwertig. Um den fragen mich sehr viele. Den wollen immer sehr viele haben. Hey, kannst du mal mir schon den Ding geben? Ne? Hier ein bisschen so Grusch drin, braucht keiner wirklich. Ersatzfelge habe ich nur eine hintere. Mittlerweile hatte ich lange nicht. Muss ich sagen, genieße ich mittlerweile sehr, um einfach schon mal mit einem schlechten Reifen noch irgendwie herauszufahren für Training und dann aber schon auf der Ersatzfelge einen guten Reifen aufgespannt zu haben fürs Qualifying oder fürs Rennen. So, natürlich Ersatzreifen hier von Bridgestone. Habt ihr gesehen? Ich bin hier relativ zügig durch gewesen. Ich war halt schnell. Und das ist so das, was ich hier dabei habe. Ich habe natürlich noch einen Laptop dabei. Aber gut, das sind so Sachen, die sage ich jetzt genauso wenig, wie ich habe ein Handtuch und Badeschuhe oder Ersatzunterwäsche dabei, das ist wohl klar. Aber das sind so die wichtigsten Dinge, die ich auf der Rennstrecke dabei habe, die nehme ich immer mit. Auf Spanien nehme ich den Paddock Wizard nicht mit, das ist mir zu viel, das ist mir zu viel Aufwand, das ist mir zu viel Heckmeck, zu viel Gewicht, zu viel zu tragen, zu viel Platz. Aber das ist so meine
Besetzung, die ich immer dabei habe, und da weiß ich auch, da komme ich gut klar damit. Es gibt noch ein paar, die haben natürlich Gott und die Welt dabei. Es ist natürlich so, ich fahre so viel Rennstrecke, dass ich einfach nicht so viel immer mitnehmen kann, weil sonst wäre ich ja nicht fertig. Für dich ist das ein Urlaub, für mich ist das Arbeit. Also muss ich schauen, es muss so effizient und so gut wie möglich sein. Deswegen ist es auch immer vorbereitet. Das ist nicht irgendwie ausgeräumt oder so, oder das ist nicht irgendwie verteilt aus den Kisten raus, sondern es ist immer ready to go. Ich nehme das, stelle das rein, geht los. Muss in einer halben Stunde, muss das Ganze erledigt sein. Deswegen, schreib gerne rein in die Kommentare, was du so noch dabei hast, was ich nicht dabei habe, oder was du auch dabei hast, was ich dabei habe. Falls ich was vergessen habe, schreib es gerne auch in die Kommentare, könnte sein. Aber naja, es wird mir dann auf der Rennstrecke auffallen. Also ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe, zumindest nichts extrem Wichtiges. Von dem her, gebt mir gerne einen Daumen hoch für dieses Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren, Kanal abonnieren nicht vergessen. Danke. Ciao, bis zum nächsten Mal.